Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 Alpenmap. Neue Mini-Brunnen und wir stehen hier vor unserem Nova 330 und ihr seht es. Den müssen wir, glaube ich, mal hier ein bisschen sauber machen. So, Maschinenpflege ist angesagt. Ja, den machen wir nämlich jetzt schick und schön und sauber, denn anschließend geht es nämlich los in die Ernte. Zwei Felder sind erntereif, es sind noch mehr Felder erntereif. Es gibt also auch jede Menge schöne Aufträge theoretisch zum Abarbeiten. So, und wenn wir aufs Feld gehen, wollen wir das natürlich mit einem schönen, sauberen Maschinchen machen. Sehr gut, dann packen wir den wieder weg und steigen in unseren Rostelmash. So, Motor an, start your engine. Mal schauen, dass wir hier gewendet bekommen. Und ich denke, wir fangen gleich mal mit unserem Rapsfeld an. Und dann müsste auch, wenn ich das richtig weiß, unser Grasfeld, also nicht dieses hier direkt am Hof, sondern das andere Grasfeld, das müsste auch dann fertig sein. Das heißt Wachstumsstufe 2, sodass wir da ernten können, denn in unserem Fermenter-Silo fehlt es an Gras. So, dann legen wir hier mal los und schicken hier den Helfer los, hier uns den Raps zu ernten. Jupp. Und in der Zwischenzeit holen wir, beziehungsweise wir haben da noch Futter für unsere Hühner drin. Die müssen nämlich wieder gefüttert werden. Bei den Kühen sieht es noch gut aus. Da kommen wir auf jeden Fall noch durch diesen Monat. Okay. So, Eier produzieren sie. Dann fahren wir mal wieder hier rein und machen ein bisschen Fruchtzerstörung hier auf dem Grasfeld. Aber das ist noch nicht so weit. So, dann mal hier rückwärts eingeparkt. Ah, immer die falschen Knöpfe. Es sind zu viele Knöpfe hier auf dem Controller. Oder der gute Mann hinter dem Mikro kann die einfach nicht bedienen. Sucht's euch raus. So, das war nicht viel. Dann bringen wir den Rest wieder ins Silo. Mittlerweile ist... Ja, schauen wir mal ganz kurz... Ja, dann machen wir doch erstmal ein kleines Vorgewende und dann lassen wir ihn auf der anderen Seite runterfahren. Damit er hier nicht zu sehr hier bei dem Kollegen ins Feld reinfährt. So, ich bin mal gespannt, wie dann der Ernteertrag ist. Aber ich glaube, das sieht ganz ordentlich aus. Denn wir haben uns ein bisschen ins Zeug gelegt, was das Düngen, Kalken und so weiter für die Felder angeht. Wir wollen ja schließlich ordentliche Ernte machen. Ziel soll es ja sein, dass wir dann im Winter, Herbst, Winter, dann in die Forstwirtschaft hier einsteigen können, weil darauf hätte ich richtig Bock, dass wir das mal hier ein bisschen antesten. Aber dazu braucht man natürlich dann auch ein entsprechendes Gelände und Maschinen, die wir aber vermutlich am Anfang erstmal alle leihen werden. Aber ich will da nicht mit dem Kleinkram arbeiten, sondern da schauen wir schon, dass wir einen Vollernter und dann richtig Gas geben. So, Gas geben tun wir jetzt erstmal. Wo ist er denn hier? Mit dem kleinen Valtra. Naja, so klein ist er gar nicht. So, dann bringen wir das nämlich erstmal hier weg. Wieder ins Silo. Gut. Genau. So, es kleppert, es scheppert. So, dann bringen wir den nämlich hier mal in Position. Und ja, da kommt er wieder. 54, lasst uns mal ganz kurz auf die Karte gucken. Hier, Quatsch. So, Ertrag. Das sieht doch relativ gut aus. Das ist doch grün. Umweltbewertung sind wir im Moment bei 64. Das müsste dann auch besser werden, wenn wir eben hier dann die Felder nochmal... Stopp! Ups. So, hier rückwärts.
kurz beim Kollegen einparken. So, und dann werden wir hier noch ein Vorgewende fahren und dann soll er loslegen. Und dann können wir ihn gleich mal ein bisschen abtanken. So, ja, dann halten wir mal kurz an. Dann tanken wir schon mal ab. Dann kann er dann noch mal ein paar Bahnen fahren. Sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, was wir hier aus dem Feld herausholen. Und da drüben das andere Feld, da haben wir, ich weiß es gar nicht mehr, Weizen, Gerste oder irgend sowas. Und das werden wir dann auch abernten. Und dann haben wir, wie gesagt, Gras, was wir für unser Fermentersilo brauchen. Ja, gibt es wieder einiges zu tun. Dann müssen wir hier die Felder auch herrichten. Und dann haben wir ja unser neues Feld, was wir ja schon mal hergerichtet haben. Das liegt ja immer noch brach. Und da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, was packen wir dann hier wieder auf die Felder für über den Winter. So, und zwar dieses hier, das Feld Nummer 8. Das ist ja ein großes Feld. Und da müssen wir uns mal Gedanken machen, was wir da drauf packen. Das Vierer ist als nächstes fällig. Wieso wird hier eigentlich nichts angeht? Ach so, ja klar, weil wir haben noch keine Ernte. Und hier drüben, da haben wir unser Grasfeld. Okay. Ja, das sieht doch relativ gut aus. Mal kurz schauen. Haben wir da 100%, da haben wir ein bisschen 105, da haben wir 110 und da haben wir 115. Haben wir noch ein bisschen 120, auch an den Rändern. Okay, also ist doch nicht schlecht, da haben wir doch einen ordentlichen Ertrag. So, jetzt wollte ich aber noch mal schauen in den Kalender, weil Raps können wir dann noch ansehen und Weizen und Gerste. Und damit ist es eigentlich auch schon. Ja, weil wir haben ja keine... jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Schneidwerk haben wir keinen Pflücker, aber wir haben eine Einzelkorn-Sätechnik. Wieso haben wir eigentlich eine Einzelkorn-Sätechnik? Doch, sollten wir eigentlich dann mal Mais oder ähnliches, aber das ist ja schon wieder rum. Das ist ja schon wieder rum. Mais ist ja im April, Mai. Warum habe ich Einzelkorn-Sätechnik? Ich bin da jetzt gerade ein bisschen irritiert. So, macht er das oder fährt er hier den Kollegen rein? Ja, er fährt den Kollegen rein. Aber okay, ich habe es nicht gesehen, ihr habt es nicht gesehen. Und wenn es ihr ihm nicht sagt, dann werde ich es ihm auch nicht sagen. Ah, schon toll. Na, es ist morgen 7.11 Uhr. Ja, und es ist Juli. Sehr schön, das Licht hat schon was. So, da können wir noch gleich hier ein Thumbnail. Ja, ist schon ein wenig, ja, hier ist besser. Da scheint die Sonne drauf. Schubidu, Schubidu, Ernte. Schubidu. So, jetzt Thumbnail. Zack. Ist im Kasten. Dankeschön. So. Jetzt muss ich doch hier nochmal gucken. Also da haben wir diese Kombi mit der Kreiselecke, oder? Kann das sein? Ja. Und das ist... weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, das ist nicht Einzelkorn. Wir haben irgendwo da hinten, glaube ich, die Einzelkorn. Aber ich überlege die ganze Zeit, warum haben wir eine Einzelkorn? Oder war die schon da? Hier haben wir die Einzelkorn. Haben wir die überhaupt schon benutzt? Schaden 45%. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die schon benutzt haben. Mit der Einzelkorn kann man, glaube ich, auch Raps aussehen. Aber warum sollten... ach so, weil die 6 Meter hat, oder? 5,40 Meter. Und die andere hat bescheidene 4 Meter, weil eben die Kreiselecke auch 4 Meter hat. Ja, und da kann man... Soja war es, was man nicht hat. Soja kann man damit. Aber Soja ist ja jetzt auch nicht, ne? Soja ist auch nicht. April, Mai. Ja, also ich bin mal ein bisschen unschlüssig. Wir können natürlich dann nächsten Monat hier was aus, aber dann haben wir, ja, dann müssen wir die Felder sehr lange halt hier stehen lassen. So, wie weit sind wir denn hier? Ja, im Wachstum.
Jetzt werden wir aber schon mal ein bisschen mähen, und zwar Gras. Das heißt einfach nur, so, einfach nur Schwartablage und dann im Sammelwagen los. Und da haben wir ja einen schönen neuen Sammelwagen, der Pöttinger. Ihr kennt die Folge, der Pöttinger ist gewachsen. Haben wir die nächste Größe gekauft. So, na, runter. Und dann können wir also auch ein bisschen schneller einsammeln. Aber brauchen natürlich auch ein bisschen mehr PS. Da bräuchten wir den Valtra, wo jetzt unser Wägelchen dran hängt. Unser Kipper. Aber mähen können wir ja trotzdem schon mal. Okay, hat fast einen vollen Korntank. So, kommen wir da rum? Nein, da kommen wir nicht rum. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal einschlagen. So, dann schauen wir mal. Ach du Schande. Ach, er ist da, okay. 85, ja, da... ja, okay. Warte mal, stopp. Wir machen das anders. Du fährst bitte da drüben runter, weil dann hast du das Rohr auf der richtigen Seite. Ah, wir könnten natürlich auch nochmal ein Vorgewende fahren, dann fährt er nicht ganz umsonst. So. Und der Kipper steht ja auch schon auf der richtigen Seite eigentlich. Sehr schön. 92, ja okay, der wird jetzt gleich voll sein. Okay. So, den schalten wir mal ein und fahren schon mal vor. Fahr schon mal den Wagen vor. So. Ist das Soja? Das ist Soja, oder? So. Jetzt spielt man das Ganze schon so lange. Ja, Motor aus, den können wir stehen lassen. Quatsch, Soja, Kartoffeln. Ah, nee. So, wo ist der Kollege? Hier. Motor ist noch an, dann fahren wir mal hier außen rum und zum Grasfeld. Dumm. So, das schöne neue Mini-Brunnen in den Alpen gelegen. Oh, da drüben entwickelt sich was. Da wächst was. Aber ist soweit nicht schlimm. Wird sowieso umgegraben. So, da vorne ist das Feld rechts. Das ist nämlich auch erntereif. So, da fahren wir ein kleines bisschen rechts. Nicht, dass wir da irgendwo hängen bleiben. Ist dann doch ein bisschen immer gefährlich hier mit diesen Bäumchen. Schwuppdiwupp. Okay. So, dann fahren wir erstmal hier hoch. Ist ein bisschen schräg, das Feld. Gut. Mal schauen. Wollte gerade sagen. Wenn man hier durchläuft, wird er hoffentlich keine Fruchtzerstörung machen. So, okay. Und da nebendran haben wir was? Da haben wir Weizen. Hallo. Danke. So. Einmal bitte ausklappen. Und jetzt müssen wir erst nochmal schauen. Nee, so war's. So, jetzt Schwartablage. Ja, Breitablage. So ist Schwartablage, ne? Ja. Ja. So.
Lieber viermal geschaut als einmal zu viel. So, da haben wir jetzt Fruchtzerstörung. Das finde ich auch lustig hier mit dem Gras. So, ablassen. Sehr schön. Ich finde, es macht irgendwie richtig Spaß hier, die Wiesen, die Gras, das Mähen und so weiter. Also das ist schon, hat was. Gefällt mir. Ich habe auch gesehen, dass wir einen Auftrag haben zum Ballen. Zeige ich euch gleich. Und dann schicke ich nämlich den Kollegen hier gleich los. Ja, dann fahren wir hier runter. Nehmen das hier unten noch mit. Dann fahren wir hier rein. Und dann schicken wir mal den Helfer los. So, das zeige ich euch mal schnell, weil da haben wir den Auftrag. Da unten gibt es, ach, jede Menge Ernteaufträge natürlich. Jede Menge Ernteaufträge, die wir alle mit abarbeiten könnten. Aber hier gibt es ein Ballenpressen mit dem Krone. Und das Interessante ist eigentlich eher, das würde ich gerne mal ausprobieren. Deswegen bin ich echt am Überlegen, ob wir den annehmen. Ganz rechts ist dieser Ballensammelwagen. Und mit dem habe ich ja Probleme gehabt hier auf unserem anderen Projekt, nämlich dem Big Farm Projekt, und da musste ich den auswechseln, und weil wir uns da nämlich immer die ganze Zeit hier den Traktor über den Haufen geworfen hat, weil der die nicht richtig mehr abgeladen hat. Und ich bin mir ja nicht sicher, ob das jetzt, also ich bin mir doch relativ sicher, dass es am Content Update liegen muss. Das ist, weil davor war ja alles immer ohne Probleme, und ich nehme ja eigentlich immer diesen Ballensammelwagen, und jetzt plötzlich, wie gesagt, hat er Probleme, die Ballen runter, beim Runterschieben sind die irgendwie, man könnte fast sagen, verklebt. Aber naja, schaut es euch einfach mal an, vielleicht auf einer dieser schönen, schönen, wunderschönen Folgen der Big Farm-Reihe auf unserer Map Neubartelshagen. Da könnt ihr euch das mal anschauen, welche Probleme ich da habe. Und mich würde es einfach reizen, hier mit dem geliehenen oder mit diesem Auftrag das Ganze auch mal auszuprobieren, wie es sich hier verhält, ob wir da auch das Problem haben. So, ich hoffe, in der Zwischenzeit haben wir kein Problem mit dem Kollegen hier unten. 68%. Ja, da müsste er auf jeden Fall nochmal hoch und wieder runterfahren. Das ist gut. So, und er hier fährt noch zwei Bahnen. Und dann holen wir mit ihm hier auch den Ladewagen. Und wie gesagt, wir haben mittlerweile hier bei den, ja, hier im Hessischen haben wir kein Gras mehr. Und dann können wir nämlich da weitermachen, Silage zu produzieren. Jetzt machen wir es im Moment eben aus dem Stroh. Denn wir werden ja hier mit dem Feld vor uns ja auch gleich wieder Stroh produzieren. Gut, das gefällt mir gut. Ja, da ist doch wieder richtig ein bisschen Action hier auf zwei Feldern bei uns. Wir sind in der Ernte und in der Erntephase und machen hier gleichzeitig noch Gras. So. Können wir doch mal schauen, ob wir von ihm hier auch ein schönes Foto kriegen. Hier mit Bergstation. Sehr gut. So, wie weit ist er? 94, das heißt, den können wir gleich abtanken. Jupp, dann können wir hier schon mal den Motor anwerfen. Und der andere wird hier vermutlich, wird er nochmal zurückfahren oder beendet er hier seine Mission? Schauen wir mal. Auf der anderen Seite können wir noch gleich übernehmen. So, dann können wir da vorne das Eckchen noch fahren. Natürlich wie immer unter Aufsicht unserer Rehe. So. Genau, ich wollte doch gerade sagen, der wird mit Sicherheit jetzt gerade anhalten. Wunderbar, wunderbar, schön, schön. Ja, so liebe ich das, wenn es genau, wenn es richtig schön hier flutscht, immer alles genau im Timing passt. So, erstmal vorne runterlassen.
dann noch ein bisschen hinten runterlassen. So. Ja, cool. So, vorne wieder hoch. Da können wir auch schon einklappen, weil wegen den drei Helmchen da werden wir jetzt nichts mehr machen. So, das Material bringen wir wieder zurück. Und meine Uhr zeigt mir gerade an, dass wir wieder mal am Ende der Folge angelangt sind. Mal nicht ganz so lange. Wirklich mal schauen, dass wir die 20 Minuten einhalten. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und ich sage natürlich auch vielen, vielen Dank den neuen Abonnenten hier bei mir auf dem Kanal, die sich sowohl erfreuen an The Division als auch am Landwirtschaftssimulator oder Freunde des Golfsports sind und EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal sehen. Ja, nichtsdestoweniger, ich freue mich sehr, dass ihr jetzt zukünftig auch bei mir auf dem Kanal keine Folgen mehr verpassen möchtet und sage recht herzlichen Dank dafür. Auch für eure Kommentare und eure Däumchen. Freut mich sehr, dass ihr so rege mitmacht. So, wir haben hier, wie gesagt, viel, viel zu tun hier in unserer schönen Alpenmap mit jetzt dem Gras, was wir einsammeln werden und dann anschließend noch weiteren Ernten. Und es gibt auch jede Menge Ernteaufträge, die wir mit Sicherheit hier in den nächsten Folgen noch machen werden. So, während ich hier auf dem vor dem Lamborghini stehe, wie gesagt, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.